herzlich willkommen zu diesem nächsten Training. Halbe Stunde heute, kurz und knackig. Wir arbeiten immer jede Übung dreimal, 25 Sekunden. Und ihr müsst richtig Gas geben, weil das ist ein HIIT, hochintensives Intervalltraining. Und zwischendurch sind immer 10 Sekunden Pause. Ein ganz kurzes Warm-up und dann geht's los. Thank you.
Runde 2. Und los. Schön weit zur Seite. Bauchspannung. Thank you.
raschen Twist. Nach hinten lehnen, Bauch fest und drehen. Und los. Männer, schnell und los.
Runde 3. Und los. Thank you.
Und los!
So, hat da jemand was geschrieben? Nee. Gut. Ich will jetzt ganz kurz noch eine letzte Runde auf in Rückenlage machen für den Bauch. Allerletzten 6 Runden. Also 2 Übungen. Wir starten mit den Sit-Ups und machen oben eine Rotation nach links. Sit-Up, Rotation nach rechts. Noch 8 Sekunden. Und einmal Pause machen. Runde 2. Und los. Wer nicht mehr in den Sit-Up kommt, ne, der macht normale Crunches vor, Seite, vor, andere Seite. Wer jetzt nicht mehr hochkommt, immer Mitte, Seite, Mitte, andere Seite. Und stopp. Und dann haben wir ja noch eine Runde und dann nochmal tiefe Planks und dann haben wir es geschafft. Achtung. Letzte Mal. Entweder Crunches, Vorseite, vor andere Seite oder immer Sit-Up, Seite, Sit-Up, andere Seite. Noch 12 Sekunden. Ganze Zeit Bauchspannung. 5. 10 Sekunden oder Grundposition. 5.
und dann einmal aufrollen. Einmal in den Vierfüßlerstand, ein Bein nach hinten und die Wade einmal dehnen. Vom Springen und so, vom Skipping, da hat die Wade ganz viel gearbeitet. Und einmal die Seite wechseln. Ferse nach hinten drücken und den Fußballen in den Boden schieben. Ne? Und lösen. Arme nach vorne, Po oben lassen, die Schultern dehnen, den Rücken nach unten schieben. Kopf auf den Boden ablegen. Und wieder hochschieben und den Rücken einmal ganz rund machen, Kinn zur Brust ziehen. Und aufrollen, dann einmal nochmal hinstellen und die Kirschen pflücken, ganz lang nach oben rausziehen, hoch auf die Zehenspitzen gehen, Hände hinten nochmal zusammen, Brust raus und so ein bisschen den Bauch nach vorne schieben, das Becken. Und dann einmal noch hier abrollen. Kinn zur Brust, rund machen den Rücken, Schultern hängen ganz locker, Kopf locker, Knie gestreckt, dann einmal die Knie beugen, langsam aufrollen, Schultern aufsetzen, nach hinten kreisen, Beine ausschütteln und danke fürs Mitmachen. Super.